Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Project Zomboid Überleben pur. Oder Sterben pur. Oder was Reiter ist auch dabei. Wenn ich E drücke, macht der Doofmann das Fenster auf und zu und ich kann hier durchklettern. Ich begrüße euch alle ganz recht herzlich. Und Pausenklaus ist auch dabei. Man hört ihn schon lachen. Hallöchen, genau. Immer diese Schadensfreude. Ja, ist ja auch irgendwie lustig, ne? Also irgendwie würde ich gerne durchs Fenster klettern, aber irgendwie will er auch nicht, ne? Ja, also Leute in der Zombie-Apokalypse in der Pfanne hauen, ist echt. Ah, jetzt geht's durchklettern, alles klar. Wahre Wonne. Ein Buch, oh, das ist richtig gut. Fischen für Anfänger, Jagen für nicht mehr Anfänger. Knolle! Ich hab Knolle gefunden. Was? Ach, Reiter? Vom Fenster? Ich steh vor der Tür. Sag mal, bist du verrückt? Ja, komm rein, ist kalt. Im Nachbarhaus klopft's an der Tür, sag ich dir. Das ist schon mal klar. Mach hier ja keine Randale. Das ist ja schön. Das ist ja schön. Mach kein Licht an und aus, nimm nur was aus dem Schränke und dann. Nein, ich trinke und mehr mache ich erstmal nicht. Oh, und dann tue ich erstmal gucken, dass ich eine ordentliche Pfanne finde. Leute, ich habe ein Zeitmesser gefunden. Ein Buttermesser gibt's schon mal. Dose mit Sardinen, Schokolade, Schüssel. Alles wird mitgenommen. Primär ausrüsten erstmal. Oh, ich habe alles schon. Ich habe ein Katzenspielzeug gefunden. Was mache ich denn mit einem Katzenspielzeug? Mit einer Katze spielen. Ist doch ganz offensichtlich, würde ich mal sagen. Den Kochtopf habe ich erstmal gefüllt. Ich bin gespannt, wie er den trägt. Trinken wie immer, ne? Ach, das warst du. Ja, Ananas gibt's noch im Kühlschrank, oder was? Kühlgelkissen, das ist ja krass, ja? Man nennt es auch Kühlkissen oder so, aber. Ja. Oder Kühlgel, aber. Das kann man bestimmt zum Verarzten verwenden. Blatt Papier brauchen wir nicht, ne? Nee. Kopfkissen, Gürtel, ist da was von wichtig? Würde ich jetzt direkt nicht sagen. Gürtel, vielleicht ist der Gürtel für was gut. So, dann gehen wir mal oben gucken. Hier oben ist irgendwie schon alles so rot. Knolle schon gekämpft, oder was? Ja. Ein bisschen. Ein bisschen. Was war da? Ein leeres Notizbuch. Zwei Stück sogar. Wow. Bringt mir aber weiß jemand, was man mit dem leeren Notizbuch macht? Nee, nicht vielleicht beschreiben. Also was reinschreiben. Gegen Langeweile oder sowas. Könnte ich mir gut vorstellen, ja, zumindest. Dann, ja, Beste. Dann würde das als Tooltip drunter stehen. Okay. Aber da vielleicht ist total erst, wenn man einen Stift hat. Oh, einen Stift? Ich brauche einen Stift. Gib mir einen Stift. Ich brauche einen Stift. Jetzt, sofort. Oh, Jalousien zumachen. Ich habe sie dann für dich schon mal mitgenommen, die leeren Notizbücher. Knolle, was bist du? Wo bist du? Was machst du? Ich bin unten am Einsortieren, dass ich nicht überladen bin. Alles in die Taschen rein. Ich bin noch nicht überladen. Die tote Ratte ist ein Nahrungsmittel. Oh, nee, danke. Oh, Schlaftabletten. Ja. Kannst den Zombies geben. Ja. Du bist nicht müde genug, um zu schlafen. Auch schön, ne? Ich verstehe nicht, wann soll man müde sein? Ich habe das bis jetzt noch nicht mitgekriegt, dass man müde sein kann. Ich gehe mal hinten raus, ne? Ich glaube, ja, da bin ich auch angekommen. Und ich gehe mal hier in die nächste Gegend und gucke, ob ich da noch irgendwie. Oh, da sind schon Zombies, alles klar. Na, lass uns da weggehen. Gucken wir mal zur anderen Seite. Da steht auch einer vom Horst und klopft. Aber den können wir eigentlich umbringen. Das ist nur eine, ne? Eine Zombine. Eine Zombine, genau. Bleib du am besten mal weg, sonst schlagen wir uns nachher gleich noch gegenseitig. Okay. So, tschüss. Tür abschließen, Tür aufschließen, Tür öffnen war angesagt. Und geht, wunderbar, komm rein. Oh, hast du die Tür geöffnet, wie das denn? Hinten auf der anderen Seite ist noch ein Zombie. Ach da. Ja, lass uns gucken, ob wir hier was finden. Wenn nicht, dann lass uns wieder abhauen. Also den... Geschirrtuch. Den Seesack, der ist vielleicht nicht gar nicht schlecht, ne? Und ein Laken ist vielleicht ganz gut für den... Der weiß gar nicht, dass wir hier sind, oder was? Wenn du keinen Lärm machst, dann... Oh, Mist. Da war noch einer. Habe ich gar nicht gesehen. Okay. Ja, ich kümmere mich schon um die... Kommst du alleine klar? Ja,
Die kommen immer im guten Rhythmus. Weißt du, da schlägst du gerade den einen und kommt der andere. Okay. Sollte jetzt passen. Das Fenster, oh. Das Fenster hatten die benutzt zum Reinkommen. Make-up. Hilfe, Hilfe. Was ist? Ich bin in ein Haus reingegangen, was echt nur 4 kleine Wände hat, also wo es nur einen Raum drin gibt und in dem stand ein Zombie. Das würde ich Pech nennen. Ja, ich auch im weitesten Sinne. So, wo kann ich denn hier mal... Ich brauche eine Waffe. Warum habe ich die denn primär ausrüsten? Guck mal, man kann hier so durchgehen. Super. Das ist eine Tür. Ich dachte, das ist eine andere Tür, deswegen habe ich diesen Kommentar gebracht. Okay. Aber pst. Da. Magazine und Zeitungen immer mitnehmen, by the way. Okay, wofür brauchen wir die? Gegen Langeweile. Mal sehen. Rock und Kopfkissen gibt's hier noch, super, ne? Leeres Notizbuch brauchst du übrigens nicht mitnehmen, das wiegt viel zu viel. So, den Zombie habe ich auf jeden Fall schon mal getötet. Also wir sollten uns vielleicht angewöhnen, Vorhänge zuzuziehen, dann wissen wir vielleicht, dass wir da waren, oder? Weil ich glaube, wir sind immer offen, kann das sein? Weiß nicht. Komm, wir gehen ins nächste Haus, oder? Ich glaube, hier gegenüber, das sieht noch... Ja, da waren wir, ne? Ich glaube, hier habe ich gerade einen Zombie drin gesehen, aber einer ist keiner. Oder einer geht noch rein. Durchklettern. Ich krieg die Tür auch nicht auf. Das Fenster links ist offen. Okay. Eigentlich ist nicht mal ein Zombie drin. Cool, Fenster mache ich zu, ne? Ja. Dann schlagen die das kaputt, weil die ja doof sind. Whiskyflasche, das ist natürlich... Fischen für Anfänger. Das brauchst du. Das ist super. Paniertes Würstchen. Fischland für Experten, das ist natürlich auch was richtig Gutes. Jetzt bin ich aber überladen dann. Ja, dann gib mir was. Ich habe noch Platz. Leg's wieder in die Kiste. In den Bücherschrank. Ja. So, ich versuche jetzt mal irgendwie euch zu finden. Hast du das Buch mit? Ja. Aber ich bin mir natürlich nicht sicher, ob ich in die richtige Richtung laufe. Da gibt's nichts zu trinken. Einschalten kann ich machen. Ich weiß jetzt nicht, was er eingeschaltet hat. Ja, aber Flaschen füllen und sowas. Das ist natürlich super. Schüsseln. Aubergine mitnehmen und Banane und sowas, ne? Ich weiß es nicht, ob das jetzt... Aluminium, nehme ich einfach mal mit, ne? Mach das. Zitrone habe ich jetzt auch. Kann man auch nach Gewicht sortieren irgendwie? Aluminium, das... Konnte man nicht irgendwie Flasche auffüllen und sowas machen? Da muss ich... Topf mit Wasser habe ich, okay. Am Waschbecken. Lege in Behälter primär ausrüsten, sekundär. Was ist denn das für ein Blödsinn jetzt hier gerade? Ich bin in der Küche und kann da aber nichts auffüllen, komischerweise. Du musst nur unter dem Rechtsklick machen. Unter dem wen? Unter dem Behälter. Was auch mal. Unter der Spüle natürlich. Behälter. Ja, ich mache ja einen Rechtsklick, dann geht da Trinken auf. Aber die Wasserflasche kann ich nicht auffüllen. Dann ist sie schon voll. Meinst du? Mhm. Okay, das dann siehst sind du, alle meine siehst du, Behälter. Wenn du mit der Maus über die Flasche fährst, dann ah, ja, klar, da genau. Mhm. Ein Füllstand oder so angezeigt werden. Ne? So, ich habe jetzt meine ganzen Taschen voll. Kacke, ich bin überladen, ich bräuchte einen Rucksack. Ich habe einen Seesack. Im letzten Spiel hatte ich einen, 2 sogar. Ja, die habe ich jetzt. Ist nicht verkehrt. Und da vorne ist ein Headbanger. Den bänge ich jetzt auch mal, den Head. Wo bist du? Vorne raus oder wo? Ja, dann links. Okay, Holzkohle. Den bängt der Hammer jetzt auf den Boden. Beim Zaun lang oder wo bist du lang? Nehmen wir einfach nach links oben. Und natürlich. Also, wenn ich aus dem Haus gehe, rechts. Nee, links. Also von dir. Ah, ich sehe dich schon, ja. Ich sehe dich schon. Und du hast ihn schon erwischt. Ja.
Wir sind gerade im Badezimmer. Das, warte, kann man, nimm mal den Müllsack aus der Kiste, den kannst du auch, glaube ich, anlegen. Echt? Mhm. Wo ist die Kiste, wo bist du, hier rechts? Ja, da rechts müsste irgendwo sein. Müllsack, ja. Kochen für Anfänger. Trockene Rahmnudeln, Fertiggericht. Eine Gabel, ein Buttermesser, noch ein Müllsack. Oh Gott, ich glaube, ich habe eine Arztpraxis oder sowas gefunden. Da war ich doch auch schon mal. Aber ich hatte die, glaube ich, ausgeräumt. Aber hier ist es zumindest, sieht es hier sicher aus. Okay. Das ist mir ja dann erstmal egal. So, mal gucken. Radiergummi, Kugelschreiber, Zeitung. Zeitung ist immer gut. Ja, zumindest vertreibt es Langeweile. Hier ist nichts außer eine Bluse. Treppe hoch gibt's nicht, oder? Nee, hier steht noch ein Schrank mit Magazin. Das darf man natürlich nicht übersehen. Buttermesser, Gabel, Löffel. So, und wieder weg. Schwarz. Okay. Ach, weißt du denn, in welche Richtung ich gehen muss, um zu euch zu kommen, von der Arztpraxis aus? Das sieht nämlich in der Tat so aus, als ob hier schon mal jemand war. Ich glaube, danach war ich nochmal gestorben, ne, oder? Ja. Ah, ja gut. Aber warte, ich glaube, mal. Das war dann kein Erfolg, oder? Die Arztpraxis. Nee, ich glaube, danach war ich nochmal gestorben. Aber das, die kann nicht weit weg sein eigentlich. Was war denn da so in der Nähe? Weißt du das noch? Nee, nicht wirklich. Aber ich habe jetzt die Vermutung, dass es hier irgendwo war. Ist das hier eine Arztpraxis? Nein, das Molotow nicht. Molotow-Cocktail. Da waren wir schon. Ich hau mal hier gerade den Zombie. Zombie. Und bam. Also vortrefflich, wie du die fertig machst. Ja, der Hammer ist echt stark. Ich glaube, hier ist die Arztpraxis oder sowas gewesen. Hier ist nämlich ein Carport. Das muss hier in der Nähe eigentlich sein. Da unten links sind Zombies, mehrere. Ich würde jetzt ja einen schlechten Witz bringen. Da oben sind auch ganz viele Zombies. Ich will jetzt mal einen schlechten Witz bringen, aber der Hammer ist echt der Hammer. Ja. Ich glaube, da links sollten wir jetzt nicht weitergehen. Da sind so ein paar zu viele, oder? Wenn wir links unten gehen, da sind zwei Stück. Hier unten? Ja. Ich also hier liegt auf jeden Fall ein toter Zombie. Wo? Ja, dann waren wir schon da. Und hier ist ein Geschäft, wo oben... Warte, ich weiß, wo du bist. Bleib stehen. Hier also, muss er irgendwo sein. Außenklaus, bleib stehen. Das kann nicht weit weg sein. Das ist rechts oben. Geh mal nach links unten. Ja, ich muss gerade einen Zombie bekämpfen. Links ist noch ein Zombie. Ja, den nehme ich gerade noch mit. So, was nach links unten soll ich gehen? Glaube schon, wenn das war, wo ich jetzt glaube, dass wir sind. Ich dachte, ich soll am Laden stehen bleiben. Ja, doch, bleib mal lieber am Laden stehen, nachher verlieren wir uns. Obwohl, du weißt ja, wo er ist, ne, wenn er nach links unten läufst. Ich wollte eigentlich nämlich mal hier reingehen und mal gucken, was da so ist. Straße mit oranger durchgezogener Linie. Ja, nach rechts hier müssen wir jetzt gleich, glaube ich. Oder nach links. Das ist jetzt die Frage. Glaube nach links, meine ich. Ich meine nach rechts. Oh, hier ist total viel. Hier wir ist müssen total nach viel rechts, Essen. Wir müssen nach rechts. Okay, da hört die Straße schon auf. Ich bin jetzt gleich bei dem Laden, wo Open steht. Da sind zwei Zombies tot vor. Ja, ich bin drin in dem Laden. Okay. Okay. Warte, ich komme raus. Hui. Ja, da läuft er nur um die Ecke. Hallo. Hallo. Wir haben uns wieder. Super. Hier ist jede Menge Essen noch da drin. Da unten kommt noch ein Zombie. Ich kann aber leider nichts mehr tragen. Macht ihr das? Ich kann das nicht. Ich falle immer um. Pass auf, dass von hinten keiner kommt. Synchron Zombie klatschen, wie cool. Ja, in dem Laden hatte ich letztens irgendwie auch mal zwei Zombies, aber das also ist schon zwei Tote her, glaube hab ich. Habe ich das zerbrochene Glas schon entfernt. Ach, hier habe ich das auch gemacht. Sieht schön aus. Also hier ist total viel Zeug noch zum Mitnehmen. Ich bin aber total überladen. Ich auch. Ich glaube, ich kann gar nicht mehr mitnehmen. Ja, Nahrungsmittel ist natürlich nicht schlecht, ne? Aber wenn wir sie hier liegen lassen, die werden ja auch erstmal nicht verrotten, glaube ich. Wenn die überhaupt verrotten. Das ist es noch. Ist hier noch was Brauchbares zum Schlagen oder so? Weil ich habe keine Waffe richtig. Weil außer Fleisch
Habe ich noch nichts gesehen, was hier verrottet ist. Aber wir können uns hier einschließen. Dann genau, haben wir einen schönen Raum zu beenden. Shop, sollten wir hier den Shop beenden? Ich würde auch fast sagen, dass wir uns hier irgendwie hier in der Nähe sind nämlich echt ein paar große Häuser, die ja super sind. Ja, also wie so eine Diebesbande, ne? Die kann man echt super ausräumen. Genau. Vielleicht sollten wir hier unsere Basis so in der Richtung aufbauen, ne? Mhm. Ja. Aber kommen wir wieder hier in den kleinen Lagerraum, weil hier sehen uns die Zombies, glaube ich, am langsamsten. Wenigsten, ne? So, gut, alles klar. Ich schmeiß mal ein bisschen Zeug in die Kisten hier, was ich eingesammelt habe schon. Okay. Aber so jetzt noch eine kleine Anmerkung nebenbei. Genau, genau. Es werden ab, also wenn ihr diese Folge seht, werden die nächsten Folgen nicht mehr regelmäßig kommen. Regelmäßig kommen, genau. Aus zeitlichen Gründen. Aber wir versuchen natürlich, so viele Folgen wie möglich für euch aufzunehmen, aber wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Nicht, dann müssen wir mal gucken, ne? Genau. Genau, genau. Also, aber das kriegen wir irgendwie hin. Also, irgendwas klappt, jetzt. Aber wir wissen noch nicht wann. Genau. Genau. Es ist ja schon cool, dass wir uns wiedergefunden haben. Oh, ach cool. Over here. Hallo. Hey, hallo. You. Hey. Cool. Hey. Oh, hey. Over here. Gleich kommen ganze Zombies. Oh. Hey, you. In dem Sinne. Okay, mir kommt es vor, als ob das hier auch Stahltüren sind, ne? Okay, dann würde ich sagen. War es das mit dieser Folge? Und wir würden uns freuen, wenn ihr beim hoffentlich nächsten Mal wieder einschaltet. Mit dabei seid, genau. Genau. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.